Woche für Woche tragen Brandenburger ihren Unmut, auch Brandenburger ihren Unmut über die Krisenpolitik auf die Straße. Gestern waren es laut Polizei 44 Versammlungen mit insgesamt 9000 Beteiligten. Etwas weniger als bei den letzten drei Montagsdemos. Friedrich Hagt hat sich den Protest in Wittenberge angeschaut. Rund 800 Wittenberger kommen gestern Abend zur Demonstration am Kulturhaus. Der Frust ist groß. Ja zur Zukunft heißt Nein zum BRD-System, steht auf dem Transparent, hinter dem sich der Demozug formiert. Die Stoßrichtung des Protests ist klar erkennbar. Gegen die Politik, ganz oben. Ja. Was stört Sie daran? Dass alles teurer wird, dass wir uns im Krieg einmischen. Die Stimmung ist friedlich, während des gesamten Verlaufs gibt es keine Zwischenfälle. Dominierende Themen sind wirtschaftliche Probleme und Existenzsorgen. Um gegen diese Ungerechtigkeit, die hier herrscht, zu protestieren. Welche Ungerechtigkeit? Gas, Strom, Lebenserhaltungskosten, Miete. Auffällig ist die von vielen geäußerte Sympathie für Russland. Wir sind empört, dass diese ganze die Richtung, die Bundesregierung eingeschlagen hat, einfach so aggressiv ist. Sie tun alles, um die Lage noch zu verschlimmern. Wir haben es ja hier auf unseren Plakaten noch zum Ausdruck gebracht. Auch Rechtsextreme sind da, aber sie bleiben eine Minderheit. Noch vor ein paar Monaten hatte die rechtsextreme Partei Der Dritte Weg hier bei einer Corona-Demo Flagge gezeigt. Doch davon diesmal keine Spur. Der Wittenberger Bürgermeister hat sich die Demo in der vergangenen Woche angeschaut. Nicht als Teilnehmer, sondern als, wie er es nennt, Adressat für den Protest. Auf jeden Fall gibt es auch Menschen bei diesen Demonstrationen, denen es gar nicht um die Sorgen und Nöte der Menschen geht und um die Erwartungen der Zukunft, dass man jetzt mit den Preissteigerungen Existenznöte hat, sondern die als politische Trittbrettfahrer ihre eigene Agenda durchsetzen wollen. Aber ich habe das jetzt noch nicht in der Masse festgestellt und die Demonstration wird vom Charakter da noch nicht dominiert. Aber es ist auch noch ein Fluss und man muss gucken, wie es sich entwickelt. Nächsten Montag soll es nicht nur in Wittenberge wieder eine Demonstration geben.